Hallo YouTube, hier ist wieder euer MikeTech und zwar mit einem neuen Tech-Tutorial in Bezug auf StreamView und auf OBS. Denn es wurde angefragt, wie kann man einen Follower-Alert in OBS einblenden bzw. einbauen. Und die zweite Sache, die ich jetzt noch angehe, ist der Song-Request, der auch angefragt wurde. Da habe ich jetzt neuere Informationen bekommen von der StreamView-Crew, in dem Sinne, die was dieses Tool programmiert. Darauf gehe ich aber nachher ein. Fangen wir mal an mit dem Alert. Also, ich gehe hier oben bei meinen Einstellungen auf Follower. Dann gehe ich auf erweiterte Einstellungen und gehe hier auf den Gestaltungseditor. Wie ihr seht, ich habe hier schon etwas vorbereitet. Also, ihr geht dann her und sagt, okay, neues Projekt, sage ich jetzt in dem Sinne. Das sagt ihr dann auch, weil hier, ich glaube, ein Funktionsbalken und ein Schriftbalken sind hier drinnen, also Projekt neu. Dann gehen wir auf neue Ebene und sagen Grafik, Bild in diesem Fall. Ich wähle hier meine Standardgrafik in dem Sinne aus, die was ich mal gehabt habe und sage öffnen. Jetzt könnt ihr das natürlich beliebig vergrößern, also wenn ihr sagt, okay, ich möchte die Grafik etwas größer haben, ich habe eine größere Grafik oder ich baue hier noch andere Sachen ein oder ich ja, habe hier noch ein Bild oder ja, man kann hier alles mögliche zu ziemlich einbauen. Ich glaube, Animationen gehen nur begrenzt in dem Sinne und zwar von der Seite, wo es kommt, in dem Sinne von der Seite, wo es eingeblendet wird. Ich habe mich mit dem Editor, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht extrem beschäftigt. Aber was wir jetzt brauchen als zweites ist ein Funktionsblock. Der Funktionsblock gibt mir den Namen aus. Von meinem Follower, von meinem Subscriber, von meinem Donation Alert. Den Namen, also von dem, der was mir gespendet hat. Ich setze jetzt hier den Funktionsblock noch nicht rein, denn ich brauche jetzt den Funktionsblock im Vordergrund. Ganz einfach, weil ich hier den Funktionsblock anpasse. Das geschieht alles mit der rechten Maustaste, das heißt, ich klicke hier einfach drauf und sage im Vordergrund. Als nächstes wähle ich mir eine Schrift aus, beziehungsweise eine Farbe der Schrift. Ich mache jetzt Comic M Sans. Natürlich wird es wieder größer, das heißt, ich muss es wieder neu anpassen und dementsprechend verschieben. Und sage jetzt Schriftfarbe. Das heißt, ich habe jetzt einen schwarzen Hintergrund, also werde ich jetzt nicht unbedingt schwarz verwenden. Das heißt, ich werde jetzt weiß verwenden oder ich werde rot verwenden oder irgendeine andere helle Farbe, wo ich meinen Follower, in dem Sinne, wo die Zuschauer den Follower gut sehen können. Das heißt, ich nehme jetzt weiß und sage, okay. Man kann jetzt hier nicht normal, dick, schräg und unterstrichen machen. Man kann aber jetzt nicht gleichzeitig dick und schräg machen. Man kann immer sich nur eine Sache aussuchen. Ich habe das in dem Sinne normal gehalten. Und das hat bisher jetzt immer auch so gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das jetzt einigermaßen passt, wie ich es haben will, kann ich das hier jetzt noch dementsprechend verschieben. Das heißt, wenn ich sage, okay, ja, ich brauche jetzt mehr Platz nach unten, schiebe ich das einfach rauf, ziehe das runter, mache das größer, baue hier noch ein paar Sachen ein und gut ist in dem Sinne, also kommt darauf an, wie ihr den Follower gestalten könnt, ihr wollt in dem Sinne. Ihr könnt auch von mir aus den ganzen Bildschirm vollkleistern, was aber jetzt glaube ich nicht gerade produktiv ist für den Stream, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr da in dem Sinne soweit seid, ich werde das hier mal kurz auf meine Größe zurückziehen und sagt, okay, das passt mir jetzt einigermaßen so und ich will jetzt nicht diesen grauen Hintergrund im Bild haben, weil der würde mit erscheinen.
linke Maustaste, Hintergrundfarbe, transparent machen. Jetzt kommt der Punkt, wo wir sagen, okay, ein Linksklick auf den Funktionsblock in den Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, warum es so, weshalb das in den Hintergrund muss, aber es muss jedenfalls in den Hintergrund. Der Aufbau von der Grafik wäre für mich eigentlich umgekehrt, in dem Sinn besser, in dem Sinn, wenn es im Vordergrund wäre, aber es muss halt in den Hintergrund. Dann sagen wir natürlich Datei speichern. Wurde erfolgreich gespeichert. Dann können wir in dem Sinn dieses Fenster schließen. So. Ein Follower Alert ist in dem Sinn nichts ohne einen Sound dementsprechend hinzu. Die Sounds müssen alle im Format MP3 sein und die Sounds werden in Ordner Sounds abgespeichert in StreamView. Das heißt, ihr ladet StreamView down und packt es dort, wo ihr es haben wollt. In dem Sinne ist es bei mir unter Power Machine, Treiber in Stream Tools, StreamView Sounds. Ich habe jetzt einen x-beliebigen Follower Sound genommen, in dem Sinne, ich habe einige vorbereitet und habe mir jetzt einmal einfach einen reinkopiert. Wie gesagt, muss MP3 sein, sonst funktioniert es in dem Sinn nicht. Also bei mir hat das jedenfalls nicht funktioniert mit anderen Audiodateien oder Audioformaten, besser gesagt. Dann gehen wir hierher und sagen mal aktualisieren und wählen unseren aktuellen Sound aus. Als nächstes, wie kommt der Follower Alert in die OBS-Aufnahme bzw. in den Stream rein? Ganz einfach. Wir haben hier einen visuellen Alert, wir haben hier eine Textausgabe. Wir verwenden nur den visuellen Alert. Die Textausgabe ist das, was unten bei mir in der Zeile durchläuft. Das heißt, ich nehme jetzt mal her, Rexer 1904 hat dir gefollowt. Das ist die Textausgabe, die unten durchläuft. Wir brauchen nur den visuellen Alert. Das heißt, einmal in Zwischenlage, also in die Zwischenablage kopieren. Das finde ich recht super, muss ich sagen. Beim vorigen Stream-Tool, was ich gehabt habe, habe ich immer das Ganze dementsprechend rauskopieren müssen. Und hier ist es einfach klasse, einfach die Zwischenablage kopieren und fertig ist das Ganze. Das heißt, was mache ich jetzt bei OBS? Ich habe hier meine Szene oder eure, eure Aufnahme, Stream mit Chat oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und habe hier meine Monitoraufnahme. Zu dieser Monitoraufnahme füge ich jetzt unter Rechtsklick einen CLR-Browser hinzu und sage okay. Beziehungsweise ich kann den auch umbenennen und sage, damit ich, wenn ich mehrere Alerts natürlich dann habe, wie Follower, Subscriber und Donation, sage ich jetzt, ich nenne ihn Follower Alert. Und drücke OK bzw. Enter. Jetzt kommen wir hierher. Hier kopieren wir jetzt die URL rein. Mit STGV oder Rechtsklick einfügen. Jetzt kann ich hier noch die Größe bestimmen, in dem Sinne die Dimensionen vorbestimmen und kann hier die Stärke in dem Sinne bestimmen, wie das angezeigt wird. Ich habe es immer auf voll und gebe hier 60 ein, 30 reichen normalerweise auch und sage OK. Wie ihr seht, leuchtet da oben schon mal das erste Mal der Follower Alert auf. Jetzt kann ich es mir hierher ziehen und ich kann jetzt, indem ich hier das Fenster ändere, die Größe ändern. Wenn die Position jetzt nicht passt, in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, kann ich die auch noch ändern. Aber zuerst machen wir mal einen lokalen Test. Das heißt, we'll be right back.
So, it's done. Wie ihr gesehen habt, ist das nicht ganz mittig. Das heißt, ich kann jetzt hier noch auf den Gestaltungseditor wieder zurückgehen und das Ganze dann dementsprechend anpassen, wenn ich will. Das heißt, ich kann auch hier den ganzen das Ganze noch etwas verschieben und sage, okay, jetzt gehe ich etwas rauf, gehe wieder etwas runter und passe es dementsprechend an. Ihr dürft aber nicht vergessen, in dem Sinne, wenn ihr das Ganze dann dementsprechend anpasst, dass ihr auch den Funktionsblock in dem Sinne mitschieben müsst, beziehungsweise wenn ihr alles gemeinsam schiebt in dem Sinne, dann sollte es doch dementsprechend funktionieren. Das heißt, ich kann hier das Ganze noch etwas verschieben. Das heißt, ich kann jetzt das, ja, schiebe ich es mal etwas nach hierher. Zack, wieder speichern. Okay. So, und wenn ich jetzt was geändert habe, muss ich hier einmal den Follow Alert aktivieren und deaktivieren. Das heißt, er ladet sich die Datei, wo sie abgespeichert ist, nochmal neu rein. Das heißt, mit Speichern ist es nicht getan. Ich muss hier einmal aktivieren und deaktivieren und kann das nochmal mit einem lokalen Test testen. Okay, das Verschieben hat nicht ganz geholfen, da muss man sich immer was Wir zentrieren das mal allgemein. Das sind ein, zwei Sachen, die mich leicht stören. Das heißt, wenn ich das hier reinschiebe, in dem Sinn verschiebe ich das Ganze mit. Das sollte eigentlich, ja, könnte eigentlich besser sein, aber egal. Wir speichern das Ganze nochmal ab. Shit happened in dem Sinn. Wie ihr seht, ist das Ganze jetzt schon etwas weiter herum. Das heißt, ihr müsst es dann dementsprechend noch anpassen an das Ganze. Aber mit der Zeit findet man das schon selber raus, in dem Sinne, wie weit man wo was hinschieben muss, in dem Sinne, dass man genau ungefähr einigermaßen in die Mitte kommt. Tja, und das war's jetzt mal zum Gestaltungseditor. Jetzt kommen wir zur Sound-Request-Frage. Und wir testen mal ab, bis der Sound fertig ist. So, damit das in dem Sinn funktioniert, müsst ihr Spotify öffnen und StreamView öffnen. Es hin und wieder findet er bei mir nicht Spotify von Anfang an. Das heißt, ich muss entweder StreamView neu starten oder Spotify neu starten. Hin und wieder habe ich das Problem leider. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Aber im Allgemeinen, wenn ihr StreamView offen habt, beziehungsweise vorher Spotify und nachher StreamView oder umgekehrt, in dem Sinne sollte es funktionieren ohne Probleme. Wie funktioniert das jetzt genau mit dem Stream, mit dem Song Request? Weil ja angefragt worden ist, ich soll das mal Schritt für Schritt in dem Sinn erklären. Also, zuerst braucht ihr mal eine Connection in dem Sinne zu euren Chats, in dem Sinne zu Hitbox oder zu Twitch, beziehungsweise zu beiden Plattformen, wie bei mir, weil ich streame ja mit beiden Plattformen. Dann gehe ich hier auf mein Dashboard. In diesem Fall ist es jetzt Hitbox TV in dem Sinne, wo ich ja auch standardmäßig bleibe. Twitch ist ja nur meine Erweiterung in dem Sinne. Es kommt darauf an, welchen Bot ihr habt, kommt es nicht darauf an in dem Sinne. Euer Bot muss in dem Sinne Song Request in dem Sinne akzeptieren, würde ich mal sagen, dass dieser das auch weiterleitet, beziehungsweise
Bei StreamView, glaube ich, ist es sogar egal in dem Sinne, da StreamView auf den Chat zugreift. Das heißt, ihr braucht hier keinen Bot. Ich will mich jetzt nicht hier zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ihr braucht überhaupt keinen Bot, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber ich nehme mal an, da die Verbindung direkt auf den Chat, also mit Verbindung direkt auf den Chat zugegriffen wird, braucht ihr keinen Bot, würde ich mal sagen. Das Einzige, was ihr machen müsst in dem Sinne, ist bei StreamView unter Musik, Spotify, Entschuldigung, Musik, wo war ich denn genau? Chat, Entschuldigung, das war Chatbot. Chatbot, Song Request Einstellungen, das muss aktiviert sein. Beziehungsweise, wenn ihr einen Blacklist-Filter habt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte keine, Death Metal hören oder irgendwelchen Hardrock, Punk in meinem Stream, beziehungsweise die Wünsche werden dann einfach ignoriert in dem Sinne, oder Song Request Mitteilungen, wenn ihr sagt, okay, ja, wenn mir der jetzt schreibt, ich hätte gern dies und dieses Lied, mit einer Mitteilung hinten nach, kann man das auch aktivieren in dem Sinne. Diese Einblendung aber weiß ich nicht genau, wie sie jetzt funktioniert. Das heißt, das ist auch etwas Neuland für mich. Ich weiß nur, dass, wenn man das aktiviert hat, es ganz normal in dem Sinn funktioniert. Das heißt, ich gehe jetzt her, sage Song Request. Ich habe mir schon einen Titel rauskopiert von meinem Spotify. Sage SDK V, drücke Enter. Und jetzt seht ihr hier, nächster Musikwunsch wäre A Kind of Magic remastered von Queen. Von Queen, so. Wenn ihr Autoplay aktiviert habt und jetzt kommt das Ganze, was ich vorher gesagt habe, ihr müsst für die weitere Wiedergabe der Playlist Premium derzeit haben. Ich habe die Meldung bekommen von StreamView, von dem Team, dass sie an einer Lösung dran sind, dass man kein Premium für die Liste braucht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauern wird und wann es kommen wird. Ich weiß nur, dass sie daran arbeiten, da ich ihnen ja etliche bzw. 3-4 Reports geschrieben habe, dass es einfach nicht funktioniert, und sie sind mit verschiedenen Lösungsvorschlägen gekommen. Und wenn ihr aber Spotify Premium habt, müsst ihr schauen, dass dieses keine gemeinsame Playlist ist und dass sie verfügbar in dem Sinn ist, unter der API in dem Sinne, was sie mir gesagt haben. Wenn man Premium hat, ist sie, glaube ich, verfügbar, wenn ich weiß, und das sollte auch normal funktionieren. Das heißt, es darf keine gemeinsame Playlist sein, es muss von dir die Playlist erstellt werden, und das war es dann eigentlich schon. Wenn ich jetzt auf nächstes Lied gehe, startet ihr das Lied. Das Problem, was jetzt besteht, ist, wenn man jetzt kein Premium hat, weil bei mir ist jetzt das Premium zum Beispiel ausgelaufen, jetzt kommt Werbung. Mega Hits. Die Playlist mit deinen Lieblingsstars. Warten wir noch die Werbung ab. Keinen Hit mehr. Mega neu. Mega aktuell. Mega geil. Mega Hits. Jetzt anhören. Bleibt dann natürlich in dieser Playlist in dem Sinn drinnen.
bei diesem einen Lied. Das heißt, wenn ihr kein Premium habt und ihr macht jetzt Song Request, müsst ihr raustappen und bei eurem Player wieder Play drücken. Beziehungsweise wenn ihr eine Multimedia-Tastatur habt, könnt ihr das Ganze dann hier auch in dem Sinn stoppen und sagen Autoplay jetzt deaktivieren. Ich brauch das nicht. Und gehe jetzt hier und sag, ja, ich gehe jetzt auf mein... wieder auf meinen Player und schalte die Musik halt. Also wie gesagt, der Song Request über Spotify funktioniert. Nur, wie gesagt, ihr braucht für die Playlist, braucht ihr Premium, damit es mit der Playlist dann weitergehen würde. Wie gesagt, sonst müsst ihr halt, okay, warten, bis das Lied zu Ende ist und dann schnell wieder auf euren Player weiter drücken in dem Sinne. Was ein bisschen umständlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man raustappen muss jedes Mal nach einem Song-Request. Ich würde da eher die bei manchen Spielen die randlose Version empfehlen. Also nicht die Vollbild, sondern die randlose Version bei den Spielen, dass man einfach nur Alt-Tab drückt in dem Sinne, im Spiel in dem Sinne drinnen bleibt, rausfährt mit der Maus und dann einfach auf Play weiter drückt in dem Sinne. Man kann auch über VLC Media Player die Sachen wiedergeben, die Wiedergabe verwenden bzw. die Ausgabe verwenden und anzeigen lassen. Was über Windows und VLC Player natürlich nicht funktioniert, ist der Song Request, weil das ja Dateien sind, die auf deinem Rechner sind. Das ist natürlich klar. Song Request funktioniert nur über Spotify. Tja, falls jetzt noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche ja, Themen offen sind oder ich nochmal darauf eingehen soll, was ich jetzt vergessen, nicht so ganz gut erklärt habe oder etwas übersprungen habe, dann schreibt mir das bitte einfach in den Kommentaren rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da, einen Kommentar und ich sage Yippie-Ki-Yay!